Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Maxi. Und zwar habe ich mir gedacht, kriege ich mal wieder ein Video für euch. Und da das letzte Video ist auch sehr gut bei euch angekommen, also diese Parodie von den Selfies, da habe ich auf jeden Fall nächste Woche oder übernächste Woche nochmal was für euch, wo es so in die Richtung geht. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich drehe heute aber, weil das auch sehr gut bei euch angekommen ist, eine neue Folge von Es nervt mich. Diesmal aber nicht am Sommer, sondern bei WhatsApp. Also ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Oh mein Gott, das sind schon wieder alte Muster hier. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video. Das erste, was mich nervt bei WhatsApp, man will auf die Kontaktinfo draufklicken, aber man klickt auf das Anrufzeichen. Das heißt, man ruft jemand an, obwohl man das gar nicht will und derjenige, also man legt da natürlich immer gleich auf und derjenige tut dann immer gleich so schreiben, hä, was ist denn, hast mich angerufen. Dabei wollte ich nur die Kontaktinfo haben. Okay, das nächste ist, du schreibst jetzt irgendwas und schickst es schon ab, hast aber nicht so Empfang. Also hast kein Empfang so. Aber hast schon abgeschickt, aber es sind halt noch keine Häkchen dran. Dann denkst du, hä, irgendwie war es doch nicht so geil, ne? Löscht es wieder. Aber dein Handy merkt sich das und egal, ob du die Nachricht löscht oder nicht, die wird trotzdem bei WhatsApp gesendet. Das heißt, sobald du einmal auf das Absenden geklickt hast, wird sie versendet, egal ob du sie danach wieder löscht oder nicht. Was ein sehr großer Scheiß ist. Kommen wir zum nächsten und das ist, wenn man WhatsApp-Nachrichten anhören will, also so Sprachnachrichten. Man klickt da drauf und will sie so laut hören, aber dadurch, dass alle Handys da so ein Bild-Lichtsensor. Ja? Aber dadurch, dass alle Handys da so einen Lichtsensor haben und wenn es dann so ein bisschen dunkler wird, dann wird es auf den Lautsprecher hier oben verlegt. Also, ihr kennt das ja. Dann. Weil man kann ja bei WhatsApp die Nachricht auch so anhören. Und wenn man dann hier so drüber kommt, dann wird das dunkel und man hört es nur von hier oben. Wisst ihr, was ich meine? So, das nächste, was mich nervt, ist, dass wenn man das Pop-Up-Fenster anhat, also dass die Nachrichten einfach gleich so vorne auf dem Bildschirm kommen, dass es dann, es ist nicht bei allen Handys so, aber bei den meisten, dass es dann blaue Häkchen kriegt. Also der Leser, also der, wo das Nachricht abgeschickt hat, sieht dann, dass es gelesen wurde, obwohl es nur in dem Pop-Up-Fenster kam. Und wenn man eingeschaltet hat, dass dieses Pop-Up-Fenster auch an ist, wenn das Display aus ist, dann hat man die Nachricht wahrscheinlich gar nicht gelesen, aber die blauen Häkchen sind trotzdem da. So, das, was gar nicht geht bei WhatsApp und was für mich auch ein Kriterium war, diese App fast zu löschen, ja, ist diese ganze Werbung, also man muss echt sagen, bei WhatsApp kommt so viel Werbung, ja, da kann man ja kaum noch schreiben. So, und was mich noch unendlich nervt bei WhatsApp, sind diese WhatsApp-Anrufe. Ich kapiere nicht, warum WhatsApp genau das eingefügt hat. Ich meine, ist ja schon geil, wenn man keine Telefonierflat oder sowas hat, aber WhatsApp-Anrufe sind der größte Scheiß ever. This is the holy shit of the motherfucker. Schaga. Denn der eine hat zwar gutes Internet, aber der andere nicht. Das heißt, die Verbindung bricht immer wieder ab und dann steht er wieder, verbinde wieder. Und das nervt, weil man kann nicht einfach mal 5 Sätze hintereinander reden, ohne dass die ganze Zeit die scheiß Verbindung abbricht. Das geht nur bei WLAN oder die, wo gute Internet mit haben. Aber nicht alle haben das. So, das war's mit dem Video. Freunde, aber ich labere jetzt noch kurz ein bisschen, bevor das ganze Video wirklich zu Ende ist. Und zwar kommen wir immer den 100 Abonnenten-Marke näher. Und ihr wisst ja, was bei 100 Abonnenten passiert, denn... Dann, wenn wir 100 Abonnenten kriegen... Nein, muss nein, Maxi nein. Mit Wachs die Beine rasieren. Ja, genau das passiert. Das war es jetzt auch wirklich. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar oder mich kostenlos abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.